Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Raven mit einer ganz frisch aufgenommenen Folge, denn wenn diese Folge rauskommen wird, dann wird sie genau heute aufgenommen sein. Und damit ist es das erste Mal, dass ich seit 8 Monaten Let's Play. Ich glaube, damals hatte ich nochmal Gothic 3 Let's Played. Die kommen jetzt auch gerade raus, zum selben Augenblick, die Folgen, die ich damals aufgenommen habe. Es ist schon eine ganze Weile her, deswegen muss ich erstmal schauen, ob ich mich wieder reinfinde. Ich habe mir natürlich meine alten Folgen angeschaut, um noch zu wissen, was hier überhaupt Sache war, was wir schon so hatten und was wir noch machen müssen. Und leider habe ich keine Ahnung, muss ich zugeben. Wir haben aber im Prinzip zwei Aufgaben. Einerseits müssen wir irgendwie an unserem Knilch hier vorbeikommen, an Constable Oliver, um mit dem blinden Passagier drin im Frachtraum zu sprechen. Und die andere Sache ist, wir müssen unbedingt diesen Kissenbezug finden oder dieses Kissen, mit dem vermutlicherweise ein Schuss schallgedämpft wurde. Und da will ich, da wir hier, das weiß ich noch aus den Folgen, die ich das letzte Mal aufgenommen hatte, als ich mir angeschaut habe, wieder, da wir hier nicht wirklich weitergekommen sind, wir hatten ja die Wasserflasche, da hat er mit großem Respekt festgestellt, daran sieht man, dass er nicht das erste Mal etwas bewacht. Die Flasche dürfte mit Wasser gefüllt sein. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Konstabler kein heimliches Alkoholproblem hat. Ich werde das nicht überprüfen können. Ich komme nicht an die Flasche ran, ohne dass er etwas merkt. Genau, da weiß ich nicht so wirklich, was wir machen können. Ich vermute mal, dass wir hier irgendwas mit der Flasche dann machen müssen, um ihn hier wegzulocken oder so. Mir ist auch aufgefallen, in dem Ladebildschirm zu diesem Bereich Mord auf hoher See sind wir genau auf diesem Deck. Constable Oliver sitzt hier, wir stehen hier und hier drüben spielt noch der kleine Matthew, hieß er, glaube ich, ne? Das war ja, glaube ich, noch nicht der Fall gewesen. Oder war das vielleicht bevor die Baronin getötet? Nein, ich glaube nicht, ne? Aber irgendwann müsste Matthew also noch hier spielen wahrscheinlich. Mal schauen, ob wir das irgendwie triggern können. Erstmal will ich aber unbedingt nochmal in die Kabine gehen, denn es ist irgendwie naheliegend, dass dieses Kissen dort drin verschwunden ist, in der Kabine. Denn ich glaube nicht, dass der Mörder, wer auch immer es war, das mit sich rumgeschleppt haben wird dann noch ewig lang. Deswegen gehen wir mal in die Kabine der Baronin und schauen nochmal, ob hier irgendwo ein Versteck ist, in dem man ein Kissen unterbringen könnte. Die Schränke gingen ja nicht, ja, der Blutfleck, das wissen wir. Mit dem müssen wir auch noch irgendwas machen. Wir müssen den irgendwie rausschneiden oder so, aber ich habe keine richtige Ahnung, ehrlich gesagt, wie wir das anstellen könnten. Denn wir haben ja nur diese Eiswürfelzange, die wir aus dem Salon haben mitgehen lassen. Und ansonsten, ja, anderes Zeug halt, das uns nicht wirklich weiterbringt. Aber ein Messer oder sowas haben wir nicht. Ich finde auch interessant, dass der Blutfleck über das ganze Bett verteilt zählt. Hatten wir die Vase schon mal? Schauen wir mal. Man kann nichts erkennen. Boah, schwerer als sie aussieht. Scheinen wir noch nicht gehabt zu haben, oder? Aha. Aha. Ja, würde ich aber auch sagen. Kannst du nicht irgendwie... Warte mal. Nimm die erstmal auf. Ja, genau. Pack sie dir ein. Noch mehr Daunenfedern. Und auch diese sind angesenkt. Ja, das wundert mich jetzt nicht, dass die angesenkt sind, denn ich glaube, wir haben... Ich nehme sie mal mit. Ich glaube, wir sind soeben über das Versteck des Kissens gestolpert. Kannst du das denn irgendwie rausholen vielleicht? Warum wurden die Daunen in die Vase geworfen? Oder ist da noch mehr drin? Gut möglich, dass sich im Bauch der Vase etwas befindet. Aber der Hals ist zu eng, als dass ich mit der Hand hineingreifen könnte. Da ist es ja eigentlich ganz gut, dass wir diese Eiswürfelzange haben, denn damit müsstest du es doch eigentlich greifen können, oder? Könnte klappen. Sehr gut. Da ist etwas. Na? Bingo! Das ging irgendwie schneller, als ich gedacht hätte, muss das ich sagen. Das hier hat jemand in die Vase gestopft. So etwas könnte passieren, wenn man ein Kissen um eine Schusswaffe wickelt, um den Knall zu dämpfen. Wenn das kein bedeutender Fund ist, weiß ich auch nicht. Ja. Auf zu Le Grand. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Auf zu Le Grand. Damit haben wir ja eigentlich schon... Haben wir das schon mal untersucht?
Mal angenommen, der Mörder ist kein Zauberer und die Baronin hat selber die Kette vorgelegt, bevor sie sich aufs Bett legte. Dann dürfte der Mörder die Kabine nicht durch diese Tür verlassen haben. Dann müsste der Mörder noch hier gewesen sein, als Dr. Gebhardt die Tür auftrat, was unwahrscheinlich ist, denn jemand hätte ihn entdeckt. Oder er hat einen anderen Weg aus der Kabine gefunden. Ja gut, das wissen wir ja schon, dass er schon vorher, also wir vermuten es zumindest, dass die Baronin schon vorher getötet wurde. Und von daher kann es nicht sein oder kommt es nicht hin, dass Dr. Gebhardt dann über ihn gestolpert wäre oder sowas, weil er halt schon vorher sie getötet hat. Die Frage ist trotzdem, wie ist er hier raus verschwunden aus diesem Zimmer? Denn die Kette kann er ja trotzdem nicht von außen vorgelegt haben, ne? Also irgendwie muss er es geschafft haben, hier draus zu verschwinden, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, denn die Bullaugen, die sind höchstwahrscheinlich zu klein, nehme ich mal so an. Und wenn es nicht gerade eine versteckte Tür gibt irgendwo, dann, ja, dann, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwelche versteckten Türen gibt. Hier drüben ist ja auch das Deck dann wieder. Halt, was? Achso, das ist bloß das. Die Hotspots wollen wir uns nicht anzeigen lassen, das können wir schön selber suchen. Okay, sonst ist ja auch nichts mehr dann, ne? Gut, bloß der Blutfleck, das wissen wir ja. Aber den muss man ein andermal mit einsacken. So, dann würde ich sagen, machen wir das, was unser Freund dir gesagt hat und gehen zu Inspektor Legrand, ne? Auf nach unten mit dir. Der versenkte Kissenbezug ist der Beweis, dass ein zweiter Schuss abgefeuert worden sein muss. Oh, wie zielstrebig. Inspektor. Was soll das denn? Können Sie nicht anklopfen? Ich wusste nicht. Es tut mir... Ich komme hier einfach nicht voran. Ich gehe jetzt hoch und werde mir jeden Gast einzeln vorknöpfen. Jeden, der kein stichhaltiges Alibi hat, werde ich auf Schmauchspuren untersuchen. Aber Inspektor... Die Leute machen Fehler, wenn man sie unter Druck setzt, macht Master Zellner. Der Rabe ist nervös. Er hat seine Vorgehensweise geändert und ist zum Mörder geworden. Ich werde es in seinen Augen sehen. Nach Ihnen. Aber Inspektor Legrand... Wir haben keinen Beweis, dass der Rabe und der Mörder ein und dieselbe Person sind. Im Gegenteil, die Nachricht der Baronin deutet darauf hin, dass sie ihren Mörder kannte und dass er schon früher gemordet hat. Sie wissen es vielleicht nicht, aber ich weiß es. Ich werde ihn fassen, mit Ihrer Hilfe oder ohne. Na, da war aber jemand gereist, das, ne? Das gibt es doch nicht. Was ist mit ihm los? Es hat keinen Sinn, ihm Theorien darzulegen, wenn seine Meinung so festgefahren ist. Ich brauche Beweise. Oder noch besser, den Mörder. Allerdings brauche ich sein Labor, um voranzukommen. Irgendwie muss ich mir Zugang verschaffen. Und ich sollte dringend mit dem blinden Passagier sprechen. Er könnte Informationen haben und der Inspektor wird ihn ignorieren, weil er zu jung ist, um der Rabe sein zu können. Oho, Herr Zellner wird langsam richtig kriminell hier, ne? Ich glaube, so einfach werden wir da nicht reinkommen und ich weiß nicht, ob er irgendwelche Schlossknackerfähigkeiten hat. Also müssen wir am Ende vielleicht einen Schlüssel aus der Tasche von Inspektor Legrand stehlen? Ich weiß es nicht. Klang aber so. Legrand hat die Tür abgeschlossen. Ne. Verrückt. Das Schloss ist nicht sonderlich sicher. Ich könnte es knacken, wenn ich einen Draht oder etwas in der Art hätte. Aha. Mensch, richtige Schlossknackerfähigkeiten hier, der Mann. Ist ja unglaublich. Da wird immer noch zu sein, nehme ich an. Ja, ist ja noch zugezogen. Okay, dann gehen wir erstmal wieder hoch. Und schauen mal, ob sich jetzt vielleicht irgendwas verändert hat. Und wo Inspektor Legrand jetzt sich hingepackt hat, um die Zeugen zu vernehmen. Okay, der Butler sitzt immer noch. Der Tod seiner Herrin scheint Butler Inch nicht sonderlich nahe zu gehen. Er macht sich vor allem Sorgen über seine eigene Zukunft. Gut, mit dem können wir also nicht mehr reden, auch wenn da Sprecher mit da stand. Schauen wir erstmal im Salon vorbei, das ist ja irgendwie am naheliegendsten. Aha. Herr Kreuzer, na Mensch, ist der auch wieder aufgetaucht. Dafür ist der Kapitän... Herr Kreuzer, Sie müssen mir schon etwas mehr geben.
Sie sind der Einzige, der mit im Zug war und kein Alibi für gestern Abend hat. Ich war in meiner Kabine, das habe ich Ihnen schon gesagt. Sind Sie sicher, dass es Ihre Kabine war und nicht die der Baronin? Legrand wird sich einen Gast nach dem anderen vornehmen. Wenn er nicht die Antworten bekommt, die er hören will, dürfte es unangenehm für seinen Gegenüber werden. Kapitän Leconti, wollte ich sagen, ist stattdessen verschwunden jetzt. Ansonsten scheint sich nicht allzu viel geändert zu haben hier. Und ich denke mal, mit den beiden kann ich jetzt auch nicht reden. Erstmal das Essen. Komische Animation. Englische Ham and Eggs. Ein Vorzug auf einer internationalen Reise ist das internationale Frühstücksangebot. Viele meiner Landsleute halten es für unerhört, schon morgens gebratenen Schinken, Würstchen oder ähnlich Deftiges zu sich zu nehmen. Ich hingegen halte Ham and Eggs für den einzig nennenswerten Beitrag der Engländer zur internationalen Esskultur. Ich glaube, das hatten wir schon, das kommt mir bekannt vor. Ja, kann man auch immer wieder anklicken. Sehr schön, sehr schön. So, hier noch Kaffee. Oh, da hätte ich jetzt auch gerne einen. Was machst du? Ausgezeichnet. Genau. Dafür ist immer Zeit. Jetzt gebraucht. Ja. Für ein Käffchen muss man sich immer Zeit nehmen, würde ich sagen. Ne? Das ist nur richtig, dass er das hier macht. Okay, aber ansonsten können wir ja auch nichts weiter unternehmen. Hier drüben ist nichts mehr. Okay. Schön, dass die Musik mal aufgehört hat. Die ist zwar ganz witzig, aber irgendwie stört sie doch auf Dauer. Na gut, dann mischen wir uns hier mal... Hallo? Achso. Mischen wir uns doch mal ein hier. Legrand ist in sein Verhör vertieft. Er macht immer noch einen gereizten Eindruck. Das scheint nun der Geiger abzubekommen. Warum ist das... Ach, jetzt geht's auch... Nee, geht's nicht mehr. Also irgendwie ist das ein bisschen verschoben hier. Und den kann ich gleich gar nicht ansehen, den Geiger. Na gut. Sprechen wir nochmal mit der Lady. Lady Westmacott, darf ich Sie kurz stören? Nur zu, Herr Zellner. Wie läuft das Verhör? Wollen Sie mir unterstellen, ich würde lauschen? Der Inspektor setzt den sauberen Herrn Kreuzer ganz schön unter Druck. Er ist der Einzige, der mit im Zug war und der für gestern Abend kein Alibi hat. Vielleicht. Aber der? Ein Mörder? Ich kenne ihn und seinesgleichen. Er hätte nicht genug Rückgrat, um jemanden kaltblütig zu ermorden und dann so ruhig zu bleiben. Er würde ein Drama daraus machen, würde sich betrinken und sich dann laut wehklagend ins Meer stürzen. Vergessen Sie ihn. Legrand verschwendet seine Zeit. Herr Kreuzer passt nur zu schön in das Bild, das sich der Herr Inspektor vom Raben gemacht hat. Sportlich, kultiviert, geht bei den Schönen und Reichen ein und aus. Ich fresse seine Geige, wenn er der Rabe oder der Mörder ist. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zellner. Natürlich. Schön. Das ist genau derselbe Eindruck, den ich auch hatte, dass der Herr Kreuzer das nicht ist. Ich mag ihre Art und Weise aber immer noch total, wie sie sich ausdrückt und wie sie ihre Rückschlüsse zieht. Vielleicht finden wir... Ach ja, das ist hingezogen, der Kapitän. Und die Miss Mayers haben wir auch mal wieder anwesend. Na sowas. Na? Kapitän DiConti wirkt müde und alt. Vermutlich fordert sein Lebenswandel immer stärker Tribut. Sonst nichts mehr? Ich glaube, ich habe schon alles aus ihm herausgekriegt. Im Moment wird er mir nicht mehr sagen können. Okay. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Wieso ist das? Ach, ich weiß es nicht. Irgendwie ist es total verschoben hier alles. Haben wir hier noch... Halt. Achso, das war bloß der Salon. Natürlich, auch der hat Überhang. Die Lichterkette hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Die Lautsprecher auch, würde ich denken. Gehen wir mal rüber zu Miss Mayers, die ist ja noch unverhört bisher. Miss Mayers scheint Gelegenheit gefunden zu haben, einmal nichts zu tun. Oder Mayers eben. So, könnten wir vielleicht auch mit ihr sprechen, wie wär's da? Hallo, Miss Mayers. Hallo, Herr... Wachtmeister Zellner. Halten Sie es eigentlich für angebracht, sich in dieser Situation zu sonnen? In welcher Situation? Gestern Nacht ist eine Frau ermordet worden.
Falls jemals ein Mensch wieder lebendig geworden ist, weil ein anderer nicht in der Sonne gelegen hat, würde ich sofort zurück in meine Kabine gehen. Haben Sie gestern Abend etwas Ungewöhnliches gehört oder beobachtet? Nein. Mir ging es gestern Abend nicht sonderlich gut. Ich bin früh zu Bett gegangen. Heute Morgen geht es Ihnen offensichtlich wieder besser. Danke der Nachfrage. Ihren Eltern tut es sicherlich leid, dass sie in dieser schweren Stunde nicht bei Ihnen sein können. Das mag schon sein, aber ich bin kein kleines Kind mehr. Und wenn ich an meinen Verlobten denke, gibt mir das Kraft. Sie sind verlobt? Ja. Unmittelbar vor der Reise haben mein Freund und ich uns verlobt. Ich möchte damit meine Eltern überraschen. Besonders meinen Vater. Die Überraschung wird Ihnen bestimmt gelingen. Aber was tun Sie, wenn Ihr Vater der Verlobung nicht zustimmt? Was bleibt ihm anderes übrig? Wo er mich doch auf diesen Kahn mit lauter Dieben und Mördern verfrachtet hat. Reizend. Genießen Sie die Sonne, Miss Myers, und lassen Sie sich von uns anderen nicht stören. Es wird Ihnen nicht gelingen, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, Wachtmeister. Aha. Aha, wie schnippig. So, okay, aus der kriegen wir also auch nichts raus. Ich finde die trotzdem irgendwie verdächtig. Die passt, finde ich, zu der Statur, die wir damals beim Raben gesehen haben, als wir in der Kabine waren. Die behalte ich weiter im Auge, auch wenn wir aus der jetzt erstmal nichts rauskriegen. Was ist das eigentlich für ein Zettel hier? Na, wer weiß.